Heute haben wir eine spannende Frage, und zwar die liebe Erin und der liebe Levi haben gefragt, wie Dämonen aussehen und ob und wie man sie wahrnehmen kann. Also bleibt dran, das könnte vielleicht auch ein bisschen gruselig werden, aber wir machen trotzdem nachher das Tagesorakel und beten auf jeden Fall noch miteinander. Und das alles gleich nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, den 3.11.2021, zu deinem Engeltagesthema, Tagesorakel und Morgengebet. Schön, dass du einschaltest hier auf Engel TV. Wir freuen uns. Ich grüße dich auch. Ja, wir freuen uns immer. Ne? Auf jeden Fall. Und ich finde es so toll, wenn auch Kinder Fragen stellen. Ich finde es super. Und es gibt keine Fragen, die ihr hier nicht stellen dürft. Wir fassen auch die Tabuthemen an und Themen, die vielleicht andere spirituelle Menschen nicht anfassen würden. Nämlich heute geht es um die Dämonen. Ja. Ja, deswegen haben wir gesagt, ein bisschen gruselig. Nein, aber eigentlich auch nicht. Weil es gibt auf dieser Welt gar nichts, was wir nicht sehen dürfen. Alles ist ja, ne, wir müssen, es gibt auch gar nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Denn das nehmen wir mal vorweg. Gerade wenn wir uns gut schützen über die urliebe Lichtquelle und natürlich speziell über den Beschützer schlechthin, den Mann unter den Engeln, wenn man so will, Erzengel Michael. Es gibt keinen männlicheren Engel. Also das ist von seiner, du weißt ja, wie feurig das ist, wie heiß es ist, was da für eine Kraft drüber kommt, wenn Michael da ist. Da haben wir ja die pure Männlichkeit, ne? Okay. Absolut. Das pure Feuer, die pure Leidenschaft, das pure Beschützen. Ne? Das ist Mann, ja. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr euch morgens und abends schützt und auch da erst Michael ins Boot nehmt. Und dann ist alles definitiv überhaupt nicht mehr schlimm, auch wenn es gibt Dämonen. Und ja, ihr könnt sie sehen, das erklären wir jetzt auch gleich. Ja. Aber wenn wir geschützt sind, dann passiert uns gar nichts. Genau. Das ist übrigens auch eine Grundangst, die viele Menschen haben, wodurch sie ihre Hellsicht nicht öffnen. Die Angst, Dämonen zu sehen, etwas Gruseliges zu sehen, etwas Schlimmes zu sehen. Das ist eine Angst, die viele haben. Und da stelle ich jetzt einfach mal eine Frage in den Raum an die Leute. Ihr müsst sie mir nicht in den Kommentaren beantworten. Ihr dürft es aber auch für euch selbst beantworten. Wenn du die Wahl hast, bei Tag oder bei Nacht, ne? Also jetzt nehmen wir einen Park, der ist ganz bewachsen, oder auch ein Wald, ganz eng von Bäumen überwachsen und sehr, sehr dicht, ne, vom Gestrüpp. Und du musst auf jeden Fall durch den Wald laufen. Du hast keine andere Wahl, du musst da durch. Du darfst dich nur entscheiden, machst du es bei Nacht im Dunkeln oder machst du es im Hellen. Wann wirst du das tun? Wann tust du das? Natürlich nur bei Tag. Warum? Weil ich dann sehe. Ach. So. Dann sehe ich, ob was hinter mir, vor mir, neben mir ist. Denn stell dir mal vor, ich behaupte jetzt einfach mal, die Gefahren sind bei Nacht wahrscheinlich sogar weniger als am Tag, die dir begegnen könnten. Weil nachts schlafen die Menschen und auch die anderen Wesen. Das könnte vielleicht ein Wildschwein kommen. Ja, das könnte auch tagsüber kommen. Ne? Ja. Aber Wildschweine sind ja nicht nur nachtaktiv, die sind ja immer aktiv. Also, ja, aber das Wildschwein in der Nacht wirst du halt nicht sehen. Das ist das Problem. Das wird dich vielleicht dann überrennen in der Nacht. Du wirst es nicht sehen und du wirst dann da liegen und hättest vielleicht der Knochen alle gebrochen. Genau. Das ist das Problem. Wenn das Wildschwein dann bei Tag angerannt kommt, dann kannst du vielleicht so schnell zur Seite springen und das Wildschwein läuft vorbei. Und das ist nämlich dann, und wahrscheinlich wirst du auch so geantwortet haben, nämlich genau aus dem Grund, weil du tagsüber siehst, was um dich herum ist. Das ist der große Punkt. Und genauso ist es mit der Hellsicht. Wenn du jetzt Dämonen siehst, also meistens sieht man sie so als kleinen Schatten oder dunkle Wesen, graue Wesen, auch schwarze Wesen können es sein. Ne? Also so nehme ich sie wahr, so sehe ich sie. Und wenn sie dann mal da sind, dann kann ich aber sofort sagen, hey, Erzengel Michael, komm her, fungiere mal gerade als spiritueller Rausschmeißer und schmeiß das Zeug, das Kopfzeug hier mal raus. Genau. Und dann wird er das tun, dann entfernt er das. Das Problem ist nämlich, wenn ich es nicht sehe und meine Hellsicht verschließe, dann können die ja sich einschleichen, können die ja auch vielleicht noch mir schaden oder so. Das ist der Punkt. Fühlen wirst du das immer. Fühlen ist auch relativ einfach. Also wenn du zum Beispiel ein plötzliches Gefühl einer Kälte im Raum hast, wobei einer unangenehmen Kälte, nicht einer angenehmen Kühle, das muss man auch sagen. Wenn ich mit Erzengel Raphael zum Beispiel arbeite und es sind Heilenergien unterwegs und dein Körper braucht eine angenehme Kühle, dann kann auch eine Kälte kommen. Aber diese Kälte fühlt sich dann schön an, die ist dann angenehm. Ne? Und wenn es eine dämonische Kälte ist, ist es so eine Kälte, die geht durch, da frierst du, da zitterst du, da wird dir, kann auch sein, dass dir übel wird im Magen, alles. Ne? Das kann dir alles passieren. Auch dann in so einem, und du merkst einfach, körperlich bin ich gesund, ich habe körperlich nichts, aber trotzdem ist irgendwas im Außen,
außen, was mir eine Übelkeit versetzt, was mir eine Kälte versetzt, wodurch es mir nicht gut geht. Auch dann bitte immer sofort Erzengel Michael um Hilfe bitten. Dir kann gar nichts passieren. Das ist wichtig zu wissen. Du musst wahrnehmen, dass das da ist. Du sollst es nicht ignorieren. Du sollst es nicht verleugnen. Denn wenn du es ignorierst, dann lässt du es ja einfach da sein. Und dann darf es in deiner Wohnung bleiben und so. Das wollen wir nicht. Das wäre nicht gut. Dementsprechend in so einem Moment so, ach ja, die sind halt da, aber ich habe keine Angst, weil ich weiß ja, da ist die urliebe Lichtquelle, da ist die reine Liebe, da ist Erzengel Michael. Und ihr könnt euch sicher sein, Michael ist stärker. Und wenn ich jetzt gerade mal an Levi denke als Kind, ne, du musst ja fast mich, zähle Michael immer wirklich als das vor, als Richter, als einen Engel mit so vielen Muskeln. Wenn der, wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr. Der haut die Dämonen einfach weg. Genau. Und ihr müsst auch da nichts Besonderes tun, sondern es reicht zu sagen, Erzengel Michael, hilf. Der weiß dann genau, was zu tun ist. Und bitte vergesst aber auch nicht, euch dann noch danach zu bedanken. Ja, das ist ganz praktisch. Das sollte man tun. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder. Genau. Das Danke nicht vergessen. Die Engel erwarten das überhaupt nicht. Aber es stärkt die Energie. Unglaublich. Ja. Du kannst auch gleich sagen, was ich finde immer ganz toll, gar nicht erst zu sagen, bitte mach, sondern ich finde immer super. Erzengel Michael, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt diese Wesen rausschmeißt. Genau. Dann ist das, hast du bei zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn du es schaffst im Stress und wenn du zu sehr im Stress bist, dann kannst du immer noch sagen, hilf, aber nachher nicht danken vergessen oder gleich mit dem Danken kommen, so wie wir auch überwiegend dir beten, dass wir uns bedanken, statt nur immer nur zu bitten. Das ist natürlich auch dann schon der Königsweg, den braucht man allerdings auch ein bisschen Übung dazu. Genau, auch wir mussten das üben, aber das ist gut. Weil durch diese Dankbarkeit gibst du eigentlich den Impuls, der so ist. Weil in dem Moment, wo wir ein Gebet ausgesprochen haben, ist es ja schon erfüllt. Und dadurch, dass wir Danke sagen, zeigen wir der urliebe Lichtquelle, hey, wir vertrauen dir. Genau. Wir wissen, dass du es eh erfüllst. Also warum soll ich denn bitte sagen, ich kann doch gleich Danke sagen, weil es ist doch sowieso erfüllt. Und das ist der Punkt. Also keine Angst vor Dämonen, das ist die Quintessenz an dieser Stelle. Sie sind da, es sind die sogenannten gefallenen Engel, die da vorhanden sind, das ist, die gibt es nun mal, aber Angst oder Furcht davor müssen wir nicht haben. Wir können sie ganz einfach mit der urliebe Lichtquelle und mit Erzengel Michael vertreiben. So machen wir das. Da schmeißen wir sie einfach raus und jetzt gucken wir ins Tagesorakel. Genau. Ich mische die Nummerkarten der goldenen Zeitenfrage, die urliebe Lichtquelle, was sie uns für den heutigen Tag an Chancen, Möglichkeiten, Herausforderungen und so weiter und so fort mitgeben möchte. Mal gucken, was heute auf uns zukommt, was uns so erwartet oder was wir zu tun haben auch. Die Vögel wollen gefüttert werden. Vielleicht auch das. Durchaus. Die Schlange und die Fische. Also, die Nerven können heute schon ein bisschen belastet werden, zeigt diese Konstellation an und vor allen Dingen durch weibliche Personen. Die Schlange ist eine unangenehme weibliche Person, kann auch eine Führungsperson sein, kann eine Chefin sein, kann auch eine Rivalin oder Nebenbuhlerin sein. In jedem Fall ist diese Frau jetzt sehr unangenehm, gerade in Verbindung mit den Vögeln. Grundsätzlich muss die Schlange nicht immer negativ sein, aber in dieser Verbindung auf jeden Fall. Sie redet sehr viel, sie ist eine Schwätzerin, sie ist eine Verbreiterin von Gerüchten, das kann bis zum Ruf Mord und bis zum großen Ruf Mord gehen. Und hier geht es anscheinend speziell um finanzielle Themen, wie das hier zeigt. Glaubt dieser Frau nicht, das kann auf globaler Ebene auch sein, dass eine Frau uns hier Geschichten erzählt, die einfach nicht wahr sind, die einfach gelogen sind. Hört hier auf eure Intuition, auf eure Impulse. Alle Orakel gelten im Kleinen wie im Großen. Also hier heißt es, passt auf euer Umfeld im Kleinen auf, aber schaut auch mal, was die Medien so berichten und welche Frauen heute einfach mal einen ganz gequirlten Mist erzählen. Ja, das wird interessant und ich kann ja auch nicht widersprechen, weil es liegt ja ganz klar und deutlich im Kartenbild. Also sind da wirklich diese Frauen, die heute diesen Blödsinn erzählen, bitte lasst euch da nicht irre machen, bitte gibt aber auch keine Energie da rein, sondern geht einfach in die Umkehrung. Danke, dass wir beschützt sind, danke, dass du uns hilfst, liebe urliebe Lichtquelle und geh nicht in die Energie von Verurteilung, von Ärger, von Wut oder sonst was. Frech. Genau, und jetzt gucken wir natürlich noch ins Grab der Engel-Orakel, was wir hier für zusätzliche Impulse bekommen.
Immanuel Jeschua ist an unserer Seite, die Trennung ist da. Das ist aber interessant. Und Erzengel Raziel. Also Immanuel Jeschua ist auf jeden Fall über allem und hilft uns auch damit umzugehen. Er gibt uns auf jeden Fall Kraft, Liebe, Unterstützung in jederlei Hinsicht in dem Moment. Die Trennung heißt für mich, dass diese Frau, die auf der globalen Ebene spricht, gerade die Spaltung, die durch unser Land geht, hervorheben will. Sie will noch stärker in die Spaltung bringen. Sie will alles noch stärker in die Spaltung bringen. Sie will uns voneinander trennen. Sie will die Menschen voneinander trennen, sie will uns gegeneinander aufbringen und sie hat vor, eine negative, kriegerische Energie aufzubringen. Verbinde dich mit Erzengel Raziel in der Hinsicht, um wirklich hinter den Schleier zu gucken, um auch in die Geheimnisse der Urliebe Lichtquelle zu schauen, damit du die Wahrheit erkennst, damit du die Wahrheit sehen kannst und nicht in die Energie von Spaltung, Trennung oder gar Hass hineingehst. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns überhaupt nicht spalten lassen, sondern dass wir jeden Menschen annehmen, so wie er ist. Er darf sein, so wie er ist. Gibt da keine Energie in dieses negative Geschwätz, auch wenn es um Finanzen geht, gibt da keine Angstenergie rein, sondern das heißt sicher, da Immanuel Jeschua uns hilft, dass sich alles zum Besten wenden wird. Genau, und wir werden jetzt natürlich noch den Edelstein des Tages herauslesen. Und zum Schluss kommt ihr wieder dran, liebe Kinder. Noch nicht, aber gleich. So, wir wollen schauen. Der Türkis möchte euch helfen, auf eurem spirituellen Weg zu kommen. Er möchte euch helfen, eure wahren Überzeugungen klarer werden zu lassen. Klar, euren Zugang zu euren Überzeugungen wieder zu bekommen und auch die Kraft zu haben, die notwendigen Veränderungen in eurem Leben vorzunehmen. Das, was jetzt nötig ist, das, was ihr jetzt tun solltet. Und ich werde euch natürlich unten wieder Türkis verlinken, der, wenn ihr ihn über diesen Link bestellt, energetisiert zu euch nach Hause kommt, den ihr auch verschenken dürft. Wenn ihr glaubt, da sind Menschen, die müssen wieder mehr zu sich selbst finden, ist der Türkis auch ein wunderschönes Geschenk. Genau, am besten ihr umgebt euch auch mit viel Türkis oder ihr zieht auch mal endlich wieder was Türkisfarbenes an. Das ist auch ein schöner Farbtupfer in dieser Jahreszeit. Das wird euch alles unterstützen, weil auch Farben unterstützen uns. Genau. Und jetzt holen wir die Engelkarte für die Kinder. Wir wollen natürlich auch wissen, was die Engel den Kindern heute sagen wollen. Was ihr zu tun habt. Vielleicht müsst ihr den Erwachsenen ja auch mal was beibringen. Wird auch mal Zeit, ne? Wir dürfen von euch nämlich auch mal Verständnis. Wenn du dich durcheinander fühlst oder wenn du durcheinander bist, bitte deinen Engel, dir die Hand zu halten. Und dann sag einfach, mein Engel hält meine Hand. Guck mal, dieses Bild ist auch wieder sehr schön. Du siehst hier dieses Herz mit zwei Händen. Du siehst hier den Engel, der deine Hand greift. Und sei dir sicher, wenn du dich einfach durcheinander fühlst, wenn du einfach nicht weißt, wohin mit deinen Gedanken, wohin mit deinen Gefühlen, vielleicht bringt dich gerade was so richtig ins Chaos oder regt dich einfach mal so richtig auf, bitte deinen Engel, deine Hand zu halten. Dein Engel wird sofort nach deiner Hand greifen und du wirst in dein Gefühl wieder von einer Beruhigung kommen, dir wird es besser gehen, du wirst wieder mehr eine Klarheit drin haben. Das ist wunderschön und diesmal dürfen das auch die Erwachsenen für sich. Nein! Das ist nur für die Kinder. Nein, Kinder, lasst euch nichts einreden. Die will euch euer Orakel wegnehmen. Nein, das gehört euch. Das ist nur für die Kinder. Nein. Ich habe auch mein inneres Kind. Nein, das ist aber nur für die kleinen Kinder, ja. Weil die sollen was Besonderes bei mir haben. Haben sie auch. So. Nein, also Erwachsene, raus. Und jetzt wieder rein, denn jetzt werden wir miteinander beten. Und ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel an unsere Seite. Und wir laden sie ein, mit uns gemeinsam zu beten. Wie ihr seht, mein Hund betet schon mit. Er ist dabei. Und ich verbinde nun mein Herz in Liebe mit dir und bitte dich, dein Herz in Liebe mit meinem zu verbinden. Denn wir sind alle eins jetzt im Gebet. Geliebte Urliebe Lichtquelle, danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Unterstützung immer und stets an unserer Seite bist, mit all deiner Kraft, mit all deiner Liebe und Hingabe. Danke, dass du uns hilfst, die Wahrheit hinter dem Geschwätz und Gerede zu erkennen. Danke, dass du unsere Augen, unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, immer den Blick auf die Wahrheit und auf die Liebe gerichtet zu halten. Danke, dass du uns hilfst, die Energie der Einigkeit, des Zusammenhalts zwischen den Menschen zu stärken, damit wir den Weg des Miteinanders und der Liebe gehen und uns von nichts und niemandem davon abhalten lassen.
Geliebte urliebe Lichtquelle, wir danken dir dafür, dass du uns an unsere Kraft und unsere Stärke erinnerst, dass du uns daran erinnerst, dass uns gemeinsam auch nichts überwinden kann. Wir danken auch besonders Immanuel Jeschua für seine tröstliche Zusicherung und für seine tröstliche Unterstützung. Und wir wissen, dass im Ende alles gut ist. Und wir danken auch ganz besonders dafür, dass jedes Kind mindestens einen Engel hat, der seine Hand hält. Und so ist es. So ist es. Jetzt wird er bei den Kindern einschneiden, weil der hat euch eure Haare weggenommen. Und, ja. So, ne? So ist er. Genau. Und Erzengel Michael stärkt gerade das, was ich gesagt habe. Denn er sagt, sind du siehst du wieder, ne? Also, genau. Kaum ausgesprochen kommt die Botschaft von Michael in dem Moment. Lasst uns dafür beten. Danke, liebe urliebe Lichtquelle und lieber Erzengel Michael, dass ihr uns helft, den Humor in jeder Situation zu sehen, damit wir liebevoll über die menschliche Natur lachen können. Wir sind bereit, unsere Erfahrungen in einem neuen Licht zu sehen, um Liebe und heilende Energien in unser Leben zu bringen. So ist es. Erzengel Raphael weist uns nochmal darauf hin, achte auf deine Ernährung. Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn diese Tagesenergie so eine quasi hochgiftige Energie ist, so eine stressige Energie ist. Achte darauf, dass du dich nicht schwer ernährst, dass du dich so ernährst, dass du im Endeffekt dir Lebensenergie zuführst, dass du im Endeffekt auch gut und leicht durch diese Tagesenergie kommst. Und dafür wollen wir jetzt noch beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, liebe Erzengel Raphael, danke, dass ihr mich anleitet, positive Veränderungen in meiner Ernährung vorzunehmen und mein Verlangen nach ungesunden Substanzen zu reduzieren oder zu beseitigen. So ist es. Und jetzt wünschen wir dir was, ne? Einen wunderschönen Tag. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie in dein Körper, Geist, Seele, System hineinfließen. Berühre dich tief in deiner Seele, in jeder Zelle deines Körpers und führe und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen, Udo Golfmann. Und Nadja Hoffendörfer. Tschüss. Tschüss.